Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen neuen Folge hier Truck und Logistics Simulator. Natürlich mit der bezaubernden Sophie zusammen. Und der bezaubernden Skadi. Ja, vielen Dank. Hallöchen. Mir ist kein anderes Wort für Skadi eingefallen. Ich wollte nicht diversifizieren, weil ich mir dann gedacht habe, oh, dann denkt die eine vielleicht so, die weiß ja, die Frauen und Zicken, das ist ja immer, geht ja immer schnell. Ja, magst du etwa eine von uns mehr als die andere oder was? Ja, sag genau. Das ruhig. Ja, ist okay. Dann geht Sophie nämlich nach der Aufnahme zu Pascal und dann, Pascal, der hat gesagt, der mag die viel mehr wie mich. Ja, das will ich niemals sagen. Als mich. Entschuldigung. Oh, Achtung, Platzer. Hallo, was ist mit der Schrank? Okay. Oha, Skadi hat geübt. Ihr habt mir einfach nur Angst gemacht letztes Mal und deswegen will ich jetzt ganz schnell weg. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber das war so cool. Das wird nicht klappen. Also ich muss ja erstmal sagen, ganz großes Dankeschön, wie die letzten Folgen bei euch auch angekommen sind. Also das war echt sensationell. Na? Oh, really? Oh wow, Skadi, direkt ins Feld abgekürzt. Ja, war echt krass. Also vielen, vielen Dank für den Support, danke für die ganzen Kommentare. Auch natürlich bei den Mädels. Die Links zu den Kanälen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und schreibt uns gerne in die Folgen, ob ihr mehr sehen wollt, ob ihr, vor allen Dingen, wir sind kurz davor, auch mit den großen LKWs da ein bisschen was zu machen, gell? Ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ja. Ja, es sind nur so knapp 50.000, Mensch. Ja, das ist doch schnell gemacht. Ja, Sophie war wieder shoppen zwischenzeitlich. Wie schnell bist du bitte? Ich wollte gerade sagen, gib aber nicht die ganze Kohle für die pinke Lackierung über Haus hier. Doch, das ist wichtig. Nein. Das ist sehr wichtig. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Skadi ist hier einfach, die zieht mich hier ab. Ich komme nicht aus der Soße. Ne, Sophie, mich auch. Ich komme nicht hinterher. Immer mehr. 200 Meter, 250, 270. Ich habe keine Chance. Really, Mann. Ja, ich gebe Vollgas, wer ist denn? Ja, Dito, ich bin mal 123, 124, 125 km/h, ich werde immer schneller, aber ich hole dich nicht ein. Ja, ich bin mal 140. Was? Also ich fahre hier ich habe hier diesen VW-Transporter diesmal genommen. Ich glaube, ich gehe doch wieder auf den MAN, weil Skadi hängt mich jetzt auch noch an. Ich habe den gleichen wie du. Was, du hast auch den VW? Glaube ich, ja. Ich bin der Meinung, wir haben genau das gleiche gehabt. Wieso bist du denn so schnell, ey? Das Minivan, gibt's da nicht. Oder? Oh, ja, genau. Ja, nee, doch. Das Minivan? Ich habe einen anderen Skadi. Ich habe irgendeinen Transporter. Ja. Du hast diesen MAN. Ja, ich habe einen MAN, ist so. Ja. So. Ja, so eine Scheiße, ey. Nee, ja doch schon, er ist langsam. Ich bin links. 450 Kilometer. Ich bin links. Ja, es ist doch mir egal, aber danke für die Info. Guck mal, fahr noch weiter links, da fährst du runter, das ist gut. Fahr weiter runter, was denn? Was denn? Warum bist du denn so aggro heute? Du machst mir Angst. Sophie. Ich hab gesehen, was du mit Sophie gemacht hast. Ja, ich muss aufpassen. Die hat mich komplett von der Strecke gebombt. Richtig so. Aber komm, mein ganzer Transporter ist vorne eingedrückt. Oh. Ey, und jetzt krieg ich bestimmt auch noch Frachtbeschädigung. Ey, das glaube ich. Mein Sitz hinten ist auf der Ladefläche. Mein Beifahrersitz. So, meine. Hier sah das aber wirklich nicht schlimm aus. Du warst noch nicht wirklich. Oh fuck, wo muss ich lang? Fuck, da. Ja, okay. Oh mein Gott, was kommt hier für eine furchtbare Strecke auf uns zu? Hier steht ein Glitzerauto, Achtung bitte. Ich muss nach rechts lenken, dass ich geradeaus fahre. Ehrlich? Ist das so krass im Eimer? Sie hat mein Heck so stark eingedrückt, dass mein Sitz draußen ist. Ich hab gar nichts gemacht, ja? Ich hab nichts gemacht. Wie repariert man denn hier? Ach hier, Fahrzeug reparieren. An der Werkstatt, oder? Ja. Ich habe nichts gemacht, ja. Ah, mein Sitz ist wieder drin, super. Aber sag mal, Achtung, Platzer. Ist ja langweilig, wenn ihr die ganze Zeit gar nicht da seid. Ich hätte noch tanken müssen. Du bist voll weit, du bist jetzt 150 Kilometer vor mir. Guck doch mal auf die Karte. Ich bin, die Serpentin da. Ich bin eine Kurve, knapp anderthalb Kurven bin ich hinter dir. Krass. Wow. Das ist kein Problem. Und Tino ist vielleicht so von mir 940 Meter weg. Ja, lacht ruhig, amüsiert euch, wie weit hinten ich bin, ist kein Problem, die Serpentinen kommen und dann kommt meine Zeit. Ich bin ja gleich schon durch, also Sophie ist durch und ich bin fast durch. Ja, die will aber ist okay. Rechts und links in die Betonmauern klatschen, wie jedes Mal, mit ihrem Fahrer richten können und ich werde die Serpentinen jetzt meistern wie ein Profi. Meinst? Hä, was ist das? Nicht, was du meinst. Hier gerade. Hä, die Strecke ist mal komisch angegeben. Warum? Oh, da, ja, ich sehe es schon. Weil es mich... Hä? Ja, was versteh mal wieder nicht, hä? Ja, das Ende ist irgendwie mitten in einer...
In der Pampa? In der Pampa. Obwohl, nee, 30er-Zone. Kopfsteinpflaster, schön. Ja, ja, dann fahr mal lieber 30. Ich fahr 55, das geht. Ja, ich fahr 56, die Serpentine hoch. Wunderbar. Ach, das ist aber schön gemacht hier. Was für eine schöne View. Wirklich schön. Ja, freut mich. Ja, ich bin da. Ja, oh, bei mir ist... Du bist schon da? Ich bin schon wieder geblitzt worden. Mann, ey, was stehen hier überall so Blitzerautos rum? Ja, jetzt wunderst du dich, warum dir eigentlich sollst du Geld sparen. Ja, ich wollte gerade sagen. Du brauchst Geld. Stimmt, shit. Steine. Gesprungen. Achse kaputt. Ach, fuck. Ich möchte nur sagen, Tino, ich bin weit, weit weg von dir. Ich habe diesmal wirklich nichts damit zu tun. Ja, ich bin hier, ich muss mich hier die Serpentinen noch hochkämpfen. Das ist das Problem an der Sache. Wolltest du mich da nicht einholen? Überholen eigentlich. Ja, oder das sogar? Ja, planen wir überholen. Also. Ey, seid nicht so frech, ihr zwei. Was ist los mit euch heute, hä? So, Drehschemel rückwärts eingepackt. Ja, top. Bin fertig übrigens. Vor allen Dingen. Beschädigung 4%, wo ist die her? Vor allen Dingen Drehschemel. Am Anfang, oder? Drehschemel. Ja, was? Wo ist denn das ein Drehschemel? Ja, halt dieses Blöde. Das ist der Starkse. Anhänger. Starkse? Starkse. Ich hab noch nie gehört, das Wort. Ach, Starr. Starr. Ist es doch nicht. Starr-Achse. Aber es war ja nicht starr. Hä? Hast du wirklich einen Drehschemel jetzt, ohne Witz? Ja. Also, nee, du hast ja keinen Anhänger, wo die erste Achse nochmal einzeln gelenkt ist. Aber war doof, auf jeden Fall zu lenken. Warte mal kurz, Skadi hat auch denselben. Was hat sie denn da? Alles, was doof ist. Das ist eine Starr-Achse. Das ist ja ein Drehschemel. Okay, das ist echt kacke. Ey, wie slidet ihr denn da rein? Das ist ja krass. So, jetzt hier einparken. Warte, bin ich doch noch Erster oder was? Abgegeben. Nee, eigentlich bist du, die 2. Warum? Frachtbeschädigung 40%? Was hast du mit meiner Fracht gemacht? Mal Real Talk. Du hast mich mit deiner Fracht von der Straße gehauen. Was erwartest du, was mit deiner Fracht dann passiert? Du schuldest mir 2700 Coins. Ich hätte 10.000 haben können. Hättest du mich nicht abgedrängt, hättest du das auch gehabt. Aber nein, wolltest du ja nicht. Ey, wir müssen mal zum nächsten Punkt fahren. Der ist voll weit weg. Können wir hier der Gelbe da oben? Nee, warte mal. Wir müssen einfach rumdrehen. Dreht einfach rum. Da ist ein Gelber hinter uns. Sicher? Ja. Okay. Ja, aber ich fahre einfach oben lang. Das kommt aus gleich hinaus, oder? Nee, der fährt ja nicht, der Benzin. Well, Auto. Oh, hier müssen Auto. Wir nur gerade durchfahren. Okay. So. Jetzt warte doch. Nee, wir wenigstens einmal gewinnen. Jetzt warte doch. Wenigstens auf dem Weg zum Auftrag, wenn er schon im Auftrag schlecht ist. Ne? Kann mir das nicht mehr anhören. Meine Ohren bluten schon wieder, ey. Meine Ohren... Oh, Auto. Das ist nicht einfach so die Wahrheit zu hören. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß, das war auch keine gute Idee hier in dieser Konstellation. Warum? Weil ich mich hier den zwei Dämonen ausgesetzt habe. So, was war das? Ich habe hier was für 8.000. Wir sind ja noch nicht mal da. 12.000? Ja, du musst doch warten, bis wir da sind, sonst kriegen wir die Aufträge nicht von dir. Ja. Was, echt jetzt? Ja, das war doch mein Problem letztes Mal auch. Seid ihr da? Warte. Ja. Jetzt sind wir da. Dann nehme ich jetzt den 12.000er an hier. Mach das. Ich mach das. So, ist angenommen. Ich fahre einen Gabelstapel auf einen Zwei-Achs-Anhänger. Star-Achse. Ich habe auch 12. Ja, nee, ich auch. Ja. Nice. Ein Gabelstapler, sondern so ein Bobcat oder was das ist. Ich muss nur mal kurz... Bei mir ist dunkel. Ich muss einmal Tag wieder anmachen. Ihr müsst bestimmt wieder Steine laden oder irgend so ein Käse, nee, oder? Nee, ich muss das gleiche machen wie du. Ah ja, okay. Sehr gut. So. Ja. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich meine, man kommt hier doch wirklich relativ schnell an Geld, finde ich. Oh, ja, total. Weil du fährst ein bisschen hin und her, zack, hast halt Kohle. So, und wenn du dann, man kannst ja auch relativ schnell die ganzen Fahrzeuge kaufen. Ja, klar. Prinzipiell schon. Und was machst du dann, wenn du die alle hast? Dann tust du einfach nur noch von A nach B pimmeln, oder wie? Befürchte ja. Ah, so weit bin ich ja auch noch nicht, muss ich dir sagen. So, wo ist mein Anhänger? Konzept. Zumindest. Ja, vielleicht kommen die auch durch Updates dann wieder neue Sachen, ne? Weiß man ja nicht. So, ja, gut, ich meine, in anderen Spielen, darüber haben wir vorhin erst gesprochen, in anderen Spielen ist es ja ähnlich, dass du eigentlich immer nur von A nach B fährst. Genau. Wir können hier mal eine ganz einfache Geschichte machen. Und zwar, das Jahr 2023 ist ja rum. Das ist korrekt. Was sehr gut, das ist gut, dass dir das aufgefallen ist. Danke. Was war denn euer Highlight? Ich meine, ihr seid ja beide im Simulatorenbereich unterwegs. Also sind wir ja alle drei eigentlich. Was war denn für euch wirklich ein Highlight 2023? Gab es da was? Oh Gott, ich muss kurz in mich gehen, was da alles noch rauskam.
Ja, ich bin ja erst schwer, so in die Simulatoren-Schiene, sag ich mal, dazugekommen. Und mein Main-Game ist ja nun mal LS. So, ja, dann ETS finde ich auch noch sehr cool. Alles nicht rausgekommen, ja, 23. Alles nicht rausgekommen, ja, ja, genau. Ich wollte sagen, es ist aber, genau. Also, was rausgekommen ist, da schwierig. Also echt schwierig. Zum Beispiel Thief Simulator 2. Super. Ja, stimmt, stimmt auch, Thief Simulator. Ja, echt? Ja, ich finde es so ein spaßiges Spiel. Den habe ich nicht gespielt, ne? Spiel den, das ist ich so hab eins, ja, ich habe eins gespielt und zwei will ich unbedingt. Ich spiele jeden Kack-Simulator. Blitzer, scheiße. Pass auf, da steht ein Blitzer an der Brücke. Ja, danke. Oh mein Gott, du bist gerade so in ein Auto bei mir reingeknallt. Oh mein Gott. Ja, ich habe hier, oh, ich muss übelst bremsen, ich habe übelst Verkehr hier. Hier ist alles voll Verkehr. Hier sind nur Autos, rechts, links, überall. Ich komme hier nicht vorbei. Oh mein Gott, ich habe... Nenn mich ruhig Tino. Oh mein Gott, warum ist gerade die neben der Spur? Nennt mich Tino, wenn ihr wollt. Ey. Oh mein Gott. Ich hab... Du bist nicht immer, oh mein Gott, sagen. Ich bin vielleicht... So viel versuchst gar nicht, Jas. So viel versuchst... Oh, scheiße, hier ist alles... Oh, was machst du? Ah, hier ist Slytherino, ja. Oh, voll rein. Was? Was? Oh was? Du bist so runtergefahren. Ich bin sprachlos. Okay, gut, das klingt bei euch so wie jetzt bei mir. Jetzt bin ich sprachlos. Jetzt bin ich... Du hast mich den... Du hast einfach ich leicht. Doch nicht. Du hast mich einfach da runtergeschmissen. Was? Ich war das doch nicht. Du hast, wir haben uns gar nicht berührt. Wir sind einfach beide unabhängig voneinander beide geslidet. Aber hast du mich nicht abgedrängt? Bitte? Hast du mich nicht abgedrängt? Nee, eigentlich nicht. Ich muss tatsächlich Mission neu starten. Mal berührt, aber. Was, musst du die Mission neu starten? Ja, ja, bei mir hing's wie beim letzten Mal komplett fest. Ich krieg ihn nicht los. Er hängt in der Brücke. Ja, da muss ich aber auch ganz richtig ehrlich sagen, dumm. Das liegt auch am fahrerischen Können, ne? Da, also. Ich, also Tino ist gekonnt, die Klippe runtergefallen. Ja, das ja. Bin ich auch. Also ja, nicht gekonnt offensichtlich. Und ich fahre jetzt schon wieder auf der Strecke. Und ich werde Sophie definitiv auslöschen, wenn ich sie vor mir habe. Du hast mich... Oh shit, oh shit. Ey, das ist aber wirklich sehr rutschig hier. Meine Und der Bitte. Slidet, warum slidet denn der jetzt so? Das ist ja zu krass. Du wieder in die Leitplanke hier reingedonnert. Oh nein, ich habe mich, glaube ich, aufgebockt. Was, also, das klang gerade irgendwie anders. Um ganz kurz, was war denn für dich ein Top-Simulator aus dem Jahr? Nichts. Es gibt nichts. Nee. Also so ein Simulator, ich finde, so ein Simulator, also wirklich so ein krasses Ding. Oh, warte mal. Muss mich erstmal kurz befreien. Kam einfach nicht raus, oder? Also ich finde, es kam einfach nicht. Fahrzeug wiederherstellen. Ja, yes. Also die wenigsten Simulatoren sind halt auch langfristig was Geiles so, ne? Ach, davon. Also ja, Beispiel, das stimmt ich schon. Ich spiele jetzt auch gerade hier den Pumping Simulator 2, der kam ja auch noch 23 raus und den finde ich zum Beispiel super. Ja. Ist der zu empfehlen? Ist absolut trashig. Okay. Aber es ist ein geiler Simulator, finde ich. Also ich finde ihn sehr cool, halt, ich sehr viel Spaß. Ich liebe halt diese Trash-Simulatoren, ja, muss ich ehrlich sagen. Großartig. Das ist ja mein Ding. Ja, und da habe ich ja einige gespielt dieses Jahr und letztes Jahr und die kommen auch super an. Also die Leute mögen das und so weiter, die feiern die und ich selber spiele sie halt auch gerne und ich glaube, man sollte ja auch sowieso das machen, was man auch selber gerne mag, ne? Ja, klar. Das ist da fällt es mir ein, Big Ambitions. Das kam ja auch letztes Jahr raus und das spiele ich jetzt auch ja wieder und das finde ich halt auch cool. Das fand ich auch mega witzig. Das hat mich nicht gecatcht. Ich nicht? Nee. Was fehlte dir? Also ich habe ein Problem mit der, dass du diese Kameraperspektive von oben so hast. Ja, ja. Es ist, also ich weiß nicht, das habe ich irgendwie einfach nicht gefühlt. Hat mich nicht gecatcht. Und wie ist es, welche Simulatoren, auf welche habt ihr dieses Jahr Bock? Auf welche freut ihr euch? Ich hab den 70 Liter Tank und habe gerade 69,1 Liter nachgetankt. Uff. Ja, das war knapp. Auf jeden Fall knappe Kiste. Dieses Jahr LS25. Ja, das klar. Ja, das, ja, genau. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? Aber noch irgendeins, oder? Es wäre immer schön, wenn man zum Beispiel in den Euro Truck Simulator 3 rauskommen würde. Würde ich total fühlen.
Ja, das, aber hieß es nicht sogar, das wird nicht passieren? Haben das die Entwickler nicht sogar gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. Ich glaube, ja, die wollen da nichts bringen, ne. Ja, also ich freue mich noch, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen polarisierend, aber ich freue mich noch auf den Drug Dealer Simulator 2. Echt? Ja, es ist halt eine Wirtschaftssimulation, ne. Ich meine, dass es jetzt um Drogen geht, ja gut. Kann man nichts machen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Demo spiele, aber irgendwie hat mich das ja auch nicht so abgeholt. Aber findest du ihn gut? Hast du ihn gespielt, die Demo? Die Demo habe ich nicht gespielt, nee, aber ich habe den ersten Teil sehr ausgiebig gespielt und fand den mega cool. Echt? Ja. Ich habe halt überlegt, bei den Truck Dealer Simulator habe ich halt so gedacht, ja, zeigst du nur oder nicht? Weil es ist halt schon, ja, ja. Es ist halt schon so, du lädst halt ein Video hoch, was einfach Truck Dealer heißt. Ja, ich habe auch, also, als ich das im Stream gespielt habe, kamen auch immer mal wieder Leute rein, die dann so gesagt haben, von wegen, wie kann man sowas supporten und alles. Und dazu kommt ja, dass ich, oh, schon wieder geblitzt, shit, oh shit, dass ich ja voll, also ich bin ja sehr anti-Drogen. Mhm. In der Realität, aber ich finde, kann halt immer noch einen Unterschied machen zwischen Spiel und Realität. Ja, ja. So, ne? Am Ende ist es halt, wie gesagt, eine Wirtschaftssimulation für mich und dass es jetzt halt um Drogen geht, ja gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich meine, ich breche ja jetzt auch nicht in Häuser ein, nur weil ich den Thief Simulator spiele. Ja, ja, komm. Kannst du es jetzt ruhig zugeben? Ist okay. Also, wo wir auf der Farmcon waren, im selben Hotel da kamst du mir nochmal mit so einer Sturmhaube im Fahrstuhl entgegen, mitten in der Nacht. Wusste ich jetzt nicht genau, wo du dahin willst. Wollte aber auch nicht nachfragen. Ja, immerhin steht, wo man mich nicht kennt, weißt du? Das ist die Taktik. Und den nächsten Tag haben die ganzen MacBooks gefehlt bei den Scheiß-Mitarbeitern. Ich hab nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, was sie haben. Herrlich. Wo ich mich noch drauf freue, ist Prison Architect 2. Ich hab den ersten zwar nicht so krass viel gespielt, aber der zweite sieht einfach grafisch auch nochmal total cool aus. Und ich fand den ersten an sich vom Spielprinzip cool. Aber eben nicht so krass zugekommen, das mal zu spielen. Aber das mit 2 soll sich ändern. Mal gucken. Es ist unfassbar, wie dieses Auto rutscht, ey. Ja, ist wirklich krass. Klingt, also ich kenne gar nicht, Prison Architect kenne ich gar nicht, aber klingt cool. Also gesehen hatte ich es auch schon mal, ja, aber ja. Ich habe es nie gespielt tatsächlich. Naja, gut, der LS25, das wird halt ein Brett werden wahrscheinlich, ne? Also ich gehe ja mal davon aus, dass der LS25 kommt jetzt in dieses Jahr. 3 Jahre sind ja wieder rum. Ja. Boah, wenn sie es nochmal schieben, das wäre eine bittere Pille, ey. Glaube ich aber nicht. Ich auch nicht. Also, vor allem, ich denke mir so, sie haben ja auch den LS22 rausgebracht, trotz Corona-Verzug und sowas alles. Ja. Und jetzt hatten sie 3 volle Jahre Zeit, dran zu arbeiten. Also eigentlich ist jetzt auch komisch. 100 in der 50er-Zone ist jetzt auch relativ flott, ne? Na, das geht quasi noch. Ist, ne, 50% mehr, ist doch egal. Sprechen. So, ey, sag mal, ist ja irgendjemand schon im Ziel? Oh, 107 noch 100, nee, Alter, das geht wirklich gar nicht, nee, da ich das hier zurücksetzen musste. Ich weiß nicht, wie weit ist das Ziel noch? Es wird eigentlich angezeigt, oder? Nee, ich sehe auch keine, wie lang es noch ist. Nee, ich bin auch in der Innenansicht, also auch da auf dem Desktop sagt er nicht, so zu viel Kilometer hast du es erreicht. Also ich fahre immer Third Person. Nee, bis eben habe ich auch, aber dadurch, dass ihr beide weit weg seid von mir, kann ich jetzt auch wieder in die Innenansicht gehen. Da sieht man doch viel mehr die schöne Umgebung. Ja, die wunderschöne Umgebung hier. Das ist doch wirklich nett. Also hier ist idyllisch. Sliderino. Ah, ich bin gleich da. Du bist gleich da? Ja. Oh, ich weiß noch nicht so genau, wo ich hier... Ich weiß generell nicht, wo ich bin so richtig. So, warte mal. Dings. Hier ist irgendwie so eine kleine... Hier ist ein Hafen, an dem ich gerade vorbeifahre. Warst du da schon? Keine Ahnung. Ach, da... Ja, gut. Ich muss nur noch da runter und dann bin ich auch da. Oh, Skadi, wo bist du? Ihr seid super weit weg von mir noch. Du kannst uns doch nicht jedes Mal so im Stich lassen, Skadi. Oh, das letzte Mal schon. Also, du eben hattest du noch Angst vor mir, ja? Jetzt habe ich dir Platz gelassen. Weil das nicht normal ist, weil ihr mich so hart aus dem Leben rausbombt. Das ist zu krass. Siehst du, und deswegen habe ich mir gedacht, dann lasse ich dich erstmal ein ganzes Stück vor. Das ist jetzt auch nicht richtig. Jetzt entscheid dich mal. Im letzten Auftrag. Hast du mich absichtlich versucht, in eine Betonmauer zu schieben, was dir ja letztendlich gelungen ist? Das war bei mir nicht so. Hast dabei 40% deines Auftrags kaputt gemacht und in Kauf genommen. Das zeigt mir, du bist wahnsinnig. Du bist ein Psychopath hinterm Steuer. Und Sophie wollte mich sogar komplett um die Ecke bringen, indem sie mich in den Abhang runtergeschmissen hat. Du hast auch immer eine Ausrede dafür, dass du einfach schlecht fährst, ne? Ja, danke, genau. Aber es wird auf uns geschoben, ne?
Eine Ausrede. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ausrede war. Also ich habe 3 Sterne und 0% Frachtbeschädigung. Ja. Das ist ja der Oberhohn eigentlich. Nur kurz gesagt haben. So, hier rein. 3 Sterne, 2% Frachtbeschädigung. 12.000. 2% ist aber gut dafür, dass du da die Klippe runtergefallen bist. 12.252 Euro, 922 XP. Easy peasy lemon squeezy, sage ich dazu nur. Dabei brauchst du die Kohle gar nicht. Ja, macht nichts. Wie viel Geld hast du gekriegt, Sophie? Keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Wie viel hast du denn jetzt? 43.000. Na bitte, dann geht's doch vorwärts. Ja, ist nicht schlecht. Gadi müsste sich eigentlich als nächstes einen LKW kaufen können, ne? Ja. Wollt ihr dann beide mit dem LKW fahren und mich allein lassen mit dieser kleinen Kiste hier? Ja, was willst du machen? Ich kann nichts dafür, dass du dein Geld immer für Farben ausgibst. Ich werde trotzdem schneller sein als ihr. Ich werde jetzt mal zu dem gelben Symbol fahren, oder? Ich gehe mal zur Tankstelle, glaube ich. Dass wir zumindest schon mal beim nächsten Auftrag uns einfinden. So, warte mal. Bis Gadi dann irgendwann mal da ist. Ich bin bald da, glaube ich. Ich jetzt nicht wieder irgendwo festhänge und das Problem ist, es war wie beim letzten Mal, ja, ich bin fast bei euch. Es war ja beim letzten Mal genau das gleiche Problem, dass ich halt auf der Mauer hängen bleibe und selbst wenn ich das Fahrzeug wieder herstelle, er immer noch da rumhängt. Sprich, ich muss diesen Auftrag wieder von vorne starten oder ihn komplett abbrechen. Hm. Das ist dann halt das Problem, weil er dieses Zurücksetzen nicht vernünftig macht, so dass ich halt wirklich wieder weiterkommen könnte. Hm. Das war beim letzten Mal genauso. Ja. Ungünstig. Ja. Kann ich das Spiel halt einfach nicht so gut leiden, ne? Offensichtlich. Aber ist okay. Ist okay. Nur an deiner Fahrweise, denke ich. Weiß nicht, was du meinst. Ich habe eigentlich eine sehr ordentliche Fahrweise bis dato gehabt. Wir haben dich versaut. Ja. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Eindeutig. Das war alles mal gut. Also fast gut. Eieiei. Aber nicht so schlimm. Okay, Skadi biegt jetzt auch rein. Die gibt jetzt auch ihre Fracht an. Übrigens, du brauchst nicht rückwärts einparken. Du kannst direkt reinfahren. Top. Ich bin rückwärts eingeparkt, Mann. Treffen wir uns an der Teile da so aussahen. Treffen wir uns an der Tanke oder was? Auf dem Tankstellenfassaden? Achso, ich war schon an der Tankstelle. Frachtbeschädigung 0%. Ich komme schon wieder zurück, ja. Da musst du bestimmt dabei in die Werkstatt. Oh mein Gott! Sophie! Oh mein Gott! Sophie, du bist weg! Sophie! Oh mein Gott! Weg. Was macht ihr? Ich hab sie in den Wald geschossen. Boah, Tino, das kriegst du so zurück. Oh shit, ey. Ich werd dich so abschießen, ne? Es ist mir völlig egal, was mit meiner nächsten Frau passiert. Ich kann das Bauchtraining so leiden. Das Bauchtraining morgen kann ich weglassen. Geil. Oh. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Das Geile ist, wie ich dich einfach, ich bin in dich draufgefahren, bin komplett stehen geblieben und eine Sekunde später bist du mit Lichtgeschwindigkeit weggeflogen in den Wald rein. Alter, das ist Sensor. Oh, schnell weg hier. Ah, nee, hier ist kollisionsfrei, oder? Weiß ich, nee, ich glaube nicht, oder? Ah, nee, tatsächlich nicht. Ich will reparieren gern. Schnell weg hier. So, fahren wir zum nächsten Auftrag, oder was? Auf geht's. Yes. Na los, dann fahren wir zum nächsten Auftrag. Ey, wie hier das Auto wieder gerade gebogen wird, wenn man da drauf steht. Hier grün-blau vor uns, oder was? Ja, grün-blau hätte ich auch gesagt. Ich hab gesagt, du musst nochmal in die Werkstatt. Mhm. Das muss ich mir unbedingt bei dir angucken, wie du da weg. Oh, bodenlos. Ah, Sehr amüsant. Kennst du das, wenn du sowas in Zeitlupe auf dich zukommen siehst? Du weißt, dass du blöd, aber du kannst nichts mehr dagegen tun? Ich kenn das, ja. So hab ich mich gefühlt. So, warte mal, was haben wir denn hier? 11.000. Ja, komm, dann machen wir den noch, dass ihr braucht Kohle. Mhm. 11.000 Euronen, so ein Dings hier wegbringen. So ein Lichtanhänger hier. Lichtanhänger. Oh ja, top. Und beim nächsten Mal gehen wir aber auf die LKWs, Leute. Beim nächsten Mal geht's rein in die LKWs. Ja, okay. Habt ihr auch Lichtanhänger? Ja. Sehr gut.
Ich habe echt Bock, so einen Autotransport mal zu machen, ey. Das ist echt eine coole Sache, glaube ich. Ja, wie gesagt, 73 auf 75.000, dann kannst du den LKW... Ist das mein Anhänger oder ist das da? Ja, ich glaube doch, ja. Du kannst nur den richtigen anhängen. Ja, nur weil Sophies Anhänger da steht und unsere beiden da zusammen waren. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher, welches meiner ist. Ach so, ging rechts oder links quasi. So. Ja, der Anhänger war im Anhänger. Ich würde gerne hinterherfahren, wenn es geht. Warum? Ach, nur so. Nicht! So Angst? Oh Gott. Ich habe gedacht, du hörst mir voll meine Fracht. Warum sollte ich, Mann? Nee, ich meine Sophie, weil die schon wieder... Ach so. Oh Mann, ey. Ich will das nicht, Sophie. Sophie, wollen wir einen Friedenspfeife rauchen? Nee. Doch, komm schon. Lass uns gerade begraben. Lass uns eine Friedenspfeife rauchen. Aua, aua. Steine. Wo müssen wir denn lang? Links. Links, 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 links. Ich habe meine Karte, glaube ich, ein bisschen klein gemacht, ey. Mhm. Hä? Okay. Wie kannst du die klein machen? Na, auf den Plus und den Minus. Seine Zahlen sind einfach schlechter geworden. Seine Augen, meine ich. Meine Zahlen werden immer schlechter, ey. Ja, ich muss unbedingt mal wieder die Zahlen lesen lassen. Ach ja, so eine Zahlenleserung hat schon was. Übernimmt das die Krankenkasse? Ja. Ja, nee, ja, zum Teil tatsächlich. Ah, okay, okay, cool. Ja. Nee, ist wirklich. Also ich, meine Zahnbrille, die letzte, die ich hatte, ey, die war wirklich, also... Ach, du hast jetzt auch, wie viele Zahlen hast du auf der Brille, Sophie? Du hast jetzt auch so ein Okular. Genau, minus 1,25. Oh, da das geht ja noch. Da braucht das man geht Brille. Ja. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich hatte 3,25 minus. Minus ja. 3,5 und minus 4. Oh, Ola. Kontaktlinsen? Ola, ja, Mucho. Ja. Ich hab Kontaktlinsen. Aber du könntest komplett auf Null lasern lassen, ne? Würde gehen. Ja, schon? Bei den Zahlen? Ich hatte 3,25 minus. Okay. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe im Schwimmbad, 10 Meter entfernt, hättest du 5 Kinder nebeneinander stellen können. Ich hätte dir nicht gesagt, welches meins ist. Ist wirklich, das ist eine Katastrophe, ne? Also ich habe neulich mit meiner Optikerin darüber gesprochen. Voll geblitzt. Und ich auch. Ja, ich auch. Und ja. Die meinte, es wird halt noch nicht empfohlen, ausdrücklich sozusagen bei diesen Sehstärken, sondern erst später. Der LKW. Aber entscheiden kann es ja am Ende jeder selber. Ja. Na, bei deiner Sehstärke jetzt? Nee, also grundsätzlich. Sie meinte halt so, ja, bei alles unter 5, so ist es halt immer so, ja, da sehen die Brillen ja auch noch anständig aus, aber wenn es da drüber geht, dann hast du ja so super dicke Gläser. Du zwei Aschenbecher als Gläser hast. Naja, eben. Und da wird es dann schon eher empfohlen. Okay, alles klar. Hä? Wow! Ist das, nein, wenn du mich da runterschmeißen! Nicht runterschmeißen! Nicht! Skadi, hör auf! Skadi! Ich fasse es nicht. Nicht runterschmeißen! Nicht! Skadi, hör auf! Skadi! Ich fasse es nicht. Ich kann das nicht mehr. Warum schmeißt ihr mich immer den Abhang runter? Man kann mir doch auch freundlicher sagen. Das war dein Überholmanöver! Aber du hast meinen Anhänger abgekuppelt! Oh, das tut mir aber leid. Jetzt muss ich hier offroad fahren. Ach, schmeißt mich Sophie runter, jetzt schmeißt mich Skadi. Ich kann das alles nicht mehr. Du wolltest überholen, ich habe gar nichts gemacht. Ich war in der Innenansicht und bin einfach gefahren. Es ist eine zweispurige, da kann man ja wohl überholen. Oh, shit. Ja, ich war. Ja, ich weiß auch nicht so genau, wo ich gefahren bin. Körperstraße. Das aber reicht. Aber ich kann euch sagen, Alter. Ich habe. Was ist mit dir? Was ist los? So ein NPC-Auto voll mich reingeknallt. Scheiße! Mann! Oh. Ist gut voll, bei dir? Voll in Sophies Fracht reingescheppert, ey. Hey, ich hab's gar nicht gemerkt. Eine Kuh, hallo? Ey. Ey, du hast gar nichts mit. Ey, wo ist meine Fracht? Oh, die ist da unten. Oh Gott, ich komm gar nicht mehr gerade. Oh, dammit, ey. Vorsicht, da steht Daniel auf der Straße. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn mit dem Spiel? Wieso habe ich jetzt meine Fracht verloren? Ja, habe ich doch vorhin auch, als du gegen mich gefahren bist. Ja, alleine das Ding. Nein! Oh mein Gott! Aber gut, dass du es gesagt hast. Ich will nicht reinfahren! Aber Sophie, gut, dass du es gesagt hast, ey. Ich wäre jetzt einfach bis zum Ziel gefahren. Scheiße, hätte ich es nicht gesagt, Mann. Oh ja, genau. Das ist ja voll gemein. Und Tino, es tut mir so leid, ne? Achtung, platzt. Oh.
So, jetzt bin ich sprachlos. Das sage ich nichts mehr zu. Ey, du hättest doch einfach auf der anderen Spur überholen können. Da kam ein Auto. Du bist Vollgas in mich reingefahren hinten. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Das kommt auf den, merke ich mir, Zettel. Auf die Blacklist. Ich konnte so anders nicht überholen. Da kannst du dich nicht mehr rausreden. Es ging, ich konnte dich nicht anders überholen, da war ein Auto. Ja, so. Klar, da fährst du einfach Vollgas hinten rein, so überhole ich auch immer auf der Autobahn. Ja, nicht? Nehme richtig Anlauf, 250, ups, da ist ja einer links. Nee, da fahr ich ja, ist doch, ist doch richtig. Ja. So macht man das doch. Ja, genau. Ja. Du stehst auf der Blacklist ganz oben. Vor Sophie sogar noch, und das muss was heißen. So, da ist er. Ich komme. Was so. Wollte ich sagen? Ja, aber mit dem Augenlasern ist eine geile Sache, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es in keinster Weise bereut. Bei mir ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Okay, krass. Und ich brauche nach wie vor keine Brille, ne? Sie haben bei mir tatsächlich 100% Sehstärke wieder rausgeholt. Cool. Ja. Aber hast du jetzt 100% Sehkraft? Weil hat man nicht, kann man nicht auch so irgendwie 125% Sehkraft und so haben? Lupenblick, Laserblick. Nee, doch, sagen voll viele, so von wegen, ich habe 125% Sehkraft, sagen ganz krass, viele. Okay. Okay, ich möchte jetzt eine Sache festhalten. Ich wollte Skadi jetzt erneut überholen. Sie hat mich wiederholt in einen Betonpfeiler gedrückt. Ich habe wieder meine Ladung verloren. Ich werde jetzt liefen hier. Ich gehe jetzt offline. Ich kann das nicht mehr. Ich habe dich noch nicht mal gesehen, ne? Nee, gar nicht. Nee, wirklich? Ja, sich unbemerkt anpirschen. Also tatsächlich ist es so, dass man wohl mit 125% oder 150% geboren wird. Ah. Hast also, okay. Du hast über 100% Sehstärke, das gibt's ja. Also, sagt man halt, die Optiker ist halt so ein Optikerwert, ne? Ja. Über 100% geht, ja. Und ich hatte sogar tatsächlich nach dem Lasern auf einem Auge, glaube ich, 110 und auf dem anderen 100. Mhm. Hast du davon denn was bemerkt? Schlechter? Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Augenarzt gehe, ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder so 0,25 vielleicht ist oder so. Mhm. Oder so 0,5. Ich glaube, es ist ein Ticken schlechter wieder geworden in den 5 Jahren. Aber es liegt halt einfach daran, dass meine Augen wahrscheinlich kontinuierlich schlechter werden. Mhm. Das habe ich von meiner Mutti, weil die hat auch eine Brille. Und eigentlich ist es ja so, dass man sagt, bis 30 oder 32 ist der menschliche Schädel zu Ende entwickelt. Und da verändert sich sozusagen die Schädelform nicht mehr und somit auch nicht die Augen. Ach, wirklich? Das wusste ich auch nicht. Ja, ich glaube so 30 oder 32. Bis dahin tut sich der menschliche Schädel noch entwickeln. Und aber die Augen werden doch bei ganz vielen erst im Alter schlechter. Das hat aber wieder eine andere Ursache. Ach so. Das sind dann halt Alterssachen. Aber durch den, sag ich mal, durch die Verformung des Schädels oder der Augenhöhle kann halt dein Auge länglicher oder runder werden. Und das ist ja das, wo dann sozusagen dieser Lichtstrahl, der durch die Pupille geht und dann hinten ja auf exakt diesen einen Punkt auftreffen muss, dass du scharf siehst, das verschiebt sich ja dadurch. Weißt du wie? Okay. Und dadurch siehst du halt immer, also dadurch entsteht ja dieses unscharfe Sehen. Mhm. Genau, und das korrigieren die ja über die, wie heißt das, über die Hornhaut? Nee, wie? Hornhaut. Ja, genau, über die Hornhaut. Ja. Da wird ja sozusagen eine Korrektur reingelasert, dass die Lichtbrechung wieder exakt hinten auf den Dings dann ist. Hm. Genau, ja, also mal so ganz Stupides erklärt. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin im Ziel. Ja, 750. Ich wäre auch. Sehr schön. Ja, ich wäre auch im Ziel schon längst, wenn ich nicht die Klippe runtergeschmissen worden wäre, wenn ich nicht gegen Betonpfeiler gedrückt worden wäre und. Gegengefahren bist, ja. Also bei mir ist, du wirklich, du warst, ich habe dich noch nicht mal gesehen, beide Male. Ja. Kannst es dir ja angucken. Ja, man fährt halt einfach und dann macht man halt einfach zu, sodass der andere nicht mehr überholen kann. Ich habe das schon verstanden, das Prinzip. Oh, scheiße. Fuck. Also diesmal bin ich wirklich weit weg von dir, ne? Alles gut, nichts passiert. Bin auf dem Kurs. Okay. Bin on the way. Warten auf euch? Nö, ich bin gleich da. Kann auch schon beenden, wa? Ja, 170. So. Okay. Einmal hier rum. Perfekto. Oh, das ist ja. Hä? Ist das wieder diese Asphalt? Diese Pflasterstraße hier? Sieht zumindest genauso aus wie. Ich wollte sagen, sieht aus wie vorhin, ne? Das ist genau das Gleiche. Nee, irgendwie nicht. Oder? Irgendwie doch. So, weg da. Hier ist ja egal. Abgegeben. 69% Frachtbeschädigung. Danke euch. 17.
Weil ihr mir wieder voll im Bruder hinten reingekachelt seid. So, na gut. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Vielleicht sitzen wir da schon im LKW. Mal schauen. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, das war natürlich mal eine anders turbulente Fahrt, würde ich sagen wollen. Ich habe Tino wirklich ein paar Mal nicht gesehen. Ihr habt es ja im Video, ihr könnt es ja da auch sehen, wenn wir in der Innenansicht sind. Mir ist es nicht aufgefallen, dass Tino hinter uns ist. Deswegen Tino nochmal wirklich fett sorry, das wollte ich nicht. Aber ne, so ist halt das Game, weißt du ja, passiert und so. Und ich freue mich auf die nächsten Touren, ich bin sehr gespannt. Und ihr Lieben, schaut auf jeden Fall auch bei Tino und Sophie vorbei. Die Kanäle von den beiden sind in der Videobeschreibung auch mit drin. Und ich hoffe sehr, dass es euch auch wieder gut gefallen hat. Ich glaube, ja, unseren Spaß, wie viel Spaß wir hatten, konntet ihr sehen. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Wie gesagt, guckt bei den anderen vorbei. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.